setzten alle Kaiser. Das heißt, die Welt, die geistliche und die weltliche Macht. Das heißt, die gesamte Menschheit. Das heißt, wir haben hier Natur und Menschheit, die gesamte Schöpfung, die hier in den Büchern, in dem Wissen vertreten ist. All das wird getragen von diesen drei Säulen. Wir sehen in den Kapitellen hier ein wenig zu. Der Heilige Geist, die Blumen, Gott Vater, der Schöpfer. Und ganz hinten Weintrauben und Weizenähren, also Gott Sohn, Jesus Christus. Die Dreifaltigkeit trägt die gesamte Schöpfung, auf die man hier in den Büchern zugreift. Also man hat sich hier ganz bewusst gegen ein sehr ausfallendes, ausfrustiertes, dafür aber auch ein sehr symbolisches Modell entschieden. Und man hat sich konzentriert hier auch auf die Repräsentation.